So, hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder. So, ich mache ja jetzt mal den Livestream von gestern weiter, weil der ja abgebrochen hat. Das tut mir nun echt leid, aber ich wollte ja nicht noch mal alles neu hochladen und deswegen mache ich jetzt heute weiter. Die Sonne scheint, ach, endlich mal ein bisschen Sonne und mache jetzt mit meinen Nägeln weiter. Ich habe jetzt gestern Abend dann auch weiter nichts mehr gemacht. Irgendwann ist man ja dann auch mal müde, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ich mache dann heute mal weiter. Und nehme euch natürlich mit dazu, weil ich euch ja versprochen hatte, dass ich euch zeige, wie ich mit dem Schablonen gehe, sag ich mal, wirklich mal auf Schablone arbeite. Und jetzt will ich natürlich nicht meinen neuen anbrechen hier. Ich muss mal gucken, wie viel. Aber hier habe ich definitiv noch was drin. Jetzt habe ich die eben schon so weit. Schon mal vorbehandelt, sag ich mal. Mach mir jetzt hier noch mal, weil das ja Naturnagel ist und ich jetzt über Nacht damit ja weiter nichts gemacht habe, nehme ich jetzt hier mal meinen kleinen Dehydrator Stift, der dem noch ein bisschen Wasser entzieht. Ja, würde mir dann jetzt hier eine Schablone machen. Ich mache jetzt erstmal den Daumen. Schneiden mir noch eine zweite ab. Das sind so ganz einfache 0815 Schablonen. Gucke ich erstmal, inwieweit die passen würden oder ob ich dann doch noch was schneiden muss. Ich habe ja dann immer meine eigene Methode. Obwohl von der Verlängerung her sollten die eigentlich auch so passen. Ja, sieht aber auch ganz gut aus. Das heißt, ich setze mir die jetzt an. In dem Fall passt es fast. Drücken wir es mal so aus. Schneide jetzt nicht großartig ein. Guck nur, dass der Nagel überall wirklich aufliegt. So. Brauche jetzt auch keine Verstärkung unten drunter, sondern einfach nur so. Das schneide ich mir hier so ein bisschen ab, damit ich nachher problemlos in die Lampe reinkomme. Und soweit sitzt die Schablone gut. Das war minimal vorne, aber ein bisschen Naturnagel habe ich ja im Grunde genommen auch noch gelassen. Ich hole euch noch mal ein bisschen dichter ran. Ich hoffe, ihr könnt das dann auch ein bisschen besser sehen. Und ja. Nehme mir dann meinen Schablonengel. Ich mache mir jetzt erstmal eine kleine Kontaktschicht drauf, dass hier hinten auf dem Nagel auch schon ein bisschen was drauf ist. Aber wirklich nur eine ganz dünne Schicht. Ziehe mir das schon mal ein bisschen nach vorne. Auch im Bild bin hier, ne? Und wie gesagt, also das läuft einen auch nicht weg, das Gel. Das heißt, leicht thixotrope Eigenschaften, zieht sich aber trotzdem glatt. Und jetzt brauche ich vorne ein ganz bisschen eine Verlängerung. Setze mir jetzt hier vorne einfach ein bisschen Gel auf. Das ist nicht viel, was ich jetzt hier vorne brauche, weil ich sie ja sowieso ein bisschen gekürzt habe. So, dass ich mir erstmal eine Brücke baue hier. Und ihr seht ja, dieses Gel läuft einen auch nicht weg. Und das ist das Schöne daran. Natürlich, da gibt es natürlich auch andere Gele, ne? Also, aber das ist extra. Hat wie gesagt so thixotrope Eigenschaften. Ich glaube, von der Länge her
Ja, das reicht mir auch. Und so baue ich mir quasi hier vorne erstmal eine Brücke. Lass das mal eben aushärten. Pack das da mal rein. Den packe ich mir mal weg, den brauche ich ja gleich noch. Muss mir mal die Lampe eben hier so ein bisschen herdrehen. So, meine Süßen, also ich habe jetzt den einen aushärten lassen. Leider hat irgendwie das Video da aufgehört, warum auch immer. Ich muss jetzt immer mal nach meinem roten Punkt gucken. Ich habe mir jetzt hier den zweiten Nagel noch gemacht. Ich glaube, von der Dicke her müsste der mir eigentlich auch reichen. Ja, und würde mir die jetzt mal, ich mache jetzt mal eine Absaugung an, also nur eine Seite. Ihr hört ja, die funktioniert einwandfrei. Ihr könnt da auch die neuen, also jemand, der Only for Nails nicht kennt, ihr könnt euch dafür auch die verschiedenen Einsätze nehmen hier für die. Vielleicht zeige ich euch die dann auch einfach nochmal, wenn es soweit ist. Wenn einer wirklich Interesse daran hat. Also verkauft kriege ich die auf jeden Fall, da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Gute Staubabsaugungen werden immer gesucht. Das hat ja nun mal eben auch nicht mal eben. Gut, die neue, die kostet natürlich jetzt doppelt so viel. Aber bei mir ist es ja nun auch so, dass ich auch eben Kunden habe. Und die neue hat nämlich, ich glaube, die hat hier, bin ich der Meinung, zwei Lüfter drin. Die neue hat vier Lüfter. Dadurch, dass ich ja auch noch ein Home-Studio habe, das ist auch nicht zu vergessen. Das heißt, es ist ja hier ein Raum drin, wo ich mich sonst eben auch aufhalte. Und dann muss ich natürlich schon eine gute Staubabsaugung haben. Ne? Und ihr merkt ja auch, wie hart jetzt dieses Gel hier ist. Und ich bin hier im Bild. Mache mir natürlich jetzt eben mal hier die Seitenlinie. Ne? Natürlich jetzt hier wieder um die Kamera rumarbeiten, sag ich mal. Normalerweise halte ich die Hand ja ein bisschen anders, aber ihr müsst ja auch was sehen können hier. Das ist wirklich knallerhart. Aber es lässt sich an trotzdem schön befeilen. Also das kann ich nicht anders sagen. Ich meine, umsonst würde ich euch das ja auch nicht weiterempfehlen, wenn ich da jetzt nicht wirklich mit mir zufrieden wäre. Ne? Mal gucken, also ich muss ihn noch ein bisschen kürzer machen. Das wächst ja auch noch wieder raus. Die Seitenlinien hier gerade sind. Ja, so kommt das aber zum Glück hin. Die anderen feile ich mir ja jetzt gleich noch zurecht. Muss ich ja dann auch gleich noch auffüllen. Und, ich zeige euch natürlich jetzt nicht alles, das wird euch, glaube ich, dann zu langweilig. Ich weiß ja, dass ich ein paar Fans habe, aber ich mag euch das immer gar nicht zumuten. Ich mache mir gleich mal den nochmal hier.
fange mir meine Form dann eben zurecht, gucke mir die Seitenlinien an, die Basislinie an. So, ich habe mich nämlich vorhin schon gewundert. Das hängt damit zusammen, dass die Speicherkarte voll war. Deswegen bricht ja auch immer wieder ab. Aber das habe ich jetzt behoben, meine Lieben. Also, die Hand habe ich jetzt schon soweit fertig. Im Groben. Und bei denen hier, da brauche ich wirklich nachher nur, so, den muss ich mir natürlich noch ein bisschen kürzen hier. Was ich mache hier, mal das Display eben drehen hier. Auch, dass der Nagel jetzt nicht dick ist oder so, wie ihr es sehen könnt. Ne? Und das trotzdem eine richtig schöne Form gegeben hat hier. Ich muss den nur hier ein bisschen schmaler machen. Wie gesagt, nicht in die Seitenlinien rein, sondern aber hat sehr gut aufgefüllt hier, auch meine Seiten jetzt hier. Muss ich wirklich sagen. Damit arbeiten kann, ne?
Länge her, ja. Da hat man ja dann nachher selber auch schon das Augenmaß, was das angeht, ne? Stelle, die nervt mich immer ein bisschen hier, weil ich glaube, jetzt geht das. So, ich mache das mal eben zu Ende hier. Ich habe es ja gleich geschafft. Und dann hole ich euch gleich nochmal wieder dazu. Bis gleich. So, ihr Lieben. Denn will ich mir auch die anderen da nochmal so ein ganz klein bisschen Aufbau drauf machen. Das ist nichts Dolles. Das hier ist eigentlich schon zu viel. Also quasi nur hinten etwas auffüllen. Erstmal so eine Kontaktschicht drauf, dass ich einmal überall gewesen bin. Bei den Kunden brauche ich das nicht, das mache ich eigentlich hauptsächlich bei mir selber. Obwohl manchmal, es kommt ein bisschen auf die Nägel drauf an, ne? So, es kommt hier noch ganz klein wenig hier hinten hin. Den Rest kann ich schon mal hier drauf machen, weil der Rest zieht sich jetzt gleich selber schön selber glatt. Weil hier bei dem hier ist definitiv noch genug drauf. Da ist ein Fussel oder so drin. Habt ihr das gesehen? Hm, hm, hm.
hätte mir jetzt auch Acryl drauf machen können, aber also bei mir hält eigentlich jedes Material. Aber das ist ja auch von Kunde zu Kunde oder bei euch selber bei jedem so ein bisschen unterschiedlich, ne? So, dass ich das alles einmal überall rumgezogen habe. Kommt jetzt noch der Zeigefinger. Hauptsächlich brauche ich es ja im hinteren letzten Drittel. Vorne ist ja definitiv auch noch genug drauf. Zieh das um die Spitze auch noch mal schön rum. Auch den Daumen werde ich jetzt noch mal, damit ich auch eine schöne glatte Oberfläche habe. Da kann man immer ja so ein bisschen tricksen, sag ich immer, ne? Obwohl, die ist schon schön glatt, aber ich ziehe mir jetzt hier noch mal so eine dünne Schicht drüber. Mach noch mal Kontrolle. Muss dem Gel natürlich dann auch immer ein klein bisschen Zeit geben, bis das sich so ein bisschen gesetzt hat, ne? Und sich glatt gezogen hat. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Hier habe ich noch so eine ganz kleine Ecke, die mich nervt, aber ansonsten sehen die anderen, ihr seht, wie schön glatt sich das zieht, ne? Ab in die Lampe. 60 Sekunden. Und dann müsste ich mir noch mal eben die Farben holen, die ich ja gestern schon weggepackt habe. Also ich glaube, das, nee, warte mal, das, doch, das war das Flamenco und dieses, wie hieß das? Dirty Rose, genau. Ich klebe jetzt noch eine Etikett unten drunter. So, es ist jetzt ausgehärtet. Dann machen wir jetzt die Hand erstmal fertig. Jetzt bin ich am Überlegen, mache ich die jetzt oder wie mache ich denn das jetzt? Ich glaube, ich nehme die beiden, den nehme ich in dunkel oder den in hell und den in hell. Ne? Ich muss gleich mal gucken, wie ich das mache. So, einmal Farbe schon mal aufmachen auf jeden Fall. So, Schwitzschicht lasse ich jetzt drauf, also feilen brauche ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr natürlich noch mal nachfeilen müsst, ist das was anderes. Den Kladderadatsch hier, den muss ich nachher abschneiden, das kommt durch das Öffnen gestern. So. Genau, dann machen wir die Farbe machen wir hier drauf.
Wie gesagt, da reicht auch ein Anstrich. Das war jetzt hier eigentlich schon zu viel. Muss ich natürlich beim ersten Anstrich, weil ich jetzt dann keine zweite Schicht drüber mache, weil das wirklich schön deckend ist, auch das Gel, muss ich natürlich gucken, dass ich dann auch überall hinkomme. Das heißt, schaut euch den Nagel überall wirklich an. So. Eine Fließschicht drauf. Und der Daumen kriege ich jetzt auch noch. Der braucht natürlich ein bisschen mehr, weil er ein bisschen größer ist. Die Spitze rum. Genau. So, das war Part Number One. Tatütata schon wieder unterwegs. Wenn ihr wirklich so das zweite Mal rüber geht, ne, das braucht ihr echt nur noch streicheln. Noch einer. Mann, da ist ja wieder was los da draußen.
So. Und so würde ich das eben einmal aushärten. Ne? Das mache ich mal eben. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So. Versiegeln. Alles, was ich heute benutzt habe, ist definitiv alles von der Firma, von der gleichen Firma. Die Pinsel, das Modellagegel, also dieses Schablonengel, die Farben, der Versiegler. Habe ich eigentlich auch nicht oft, dass ich das alles mit der einen und derselben Firma habe. Und jetzt nehme ich gleich noch die neuen Steinchen, die ich ja euch gestern auch schon gezeigt habe. Im Livestream für diejenigen, aber gut, die sehen das ja jetzt dann auch gleich. So, jetzt ist es überall schön versiegelt. Vor allem immer vorne wirklich noch mal um die Spitze herum. So. Tja, wunderbar. Ja, ein bisschen trocken sehen sie jetzt sowieso noch auf, das ist ja normal. So, und dann muss ich mal gucken, welches, die habe ich jetzt noch nicht auf hier. Die will ich nämlich nachher nochmal umfüllen. Ich hatte nämlich gestern jetzt von diesen großen genommen, davon werde ich auch welche nehmen. Dann fülle ich mir die nämlich nachher gleich mal in meine große Box mit rein. Muss gleich mal gucken, obwohl die sehen ein bisschen anders aus. Die anderen, die haben, sind ja unten beschichtet und die sind unten weiß. Also da ist nicht nochmal eine extra Beschichtung drauf. Wir gucken gleich mal, wie das aussieht. Ich nehme da jetzt das Nail Art Glue Gel für. So, meine Lieben, jetzt setze ich mir meine Brille auf. Ich habe mir die Steinchen jetzt hier alle reingepackt. Jetzt könnt ihr vielleicht auch das besser erkennen, wie schön diese Steine aussehen. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Ich will mal gucken, ob ich die euch noch ein bisschen dichter ranholen kann, damit ihr das schön sehen könnt hier. Die funkeln, ne? Ich habe jetzt hier alle Größen zusammen, weil ich suche mir ja dann die Größe sowieso raus, die ich brauche. Und pack mir jetzt erstmal ein bisschen Glue-Gel. Ich möchte das jeweils so am Rand längs laufen lassen. Einmal beim kleinen Finger. Da setze ich mir jetzt einfach ein bisschen Glue-Gel hier an die Seite. Und ich werde das besser, wenn ich dann einen Pinsel habe, ne? Muss ich mir mal eben den richtigen Pinsel suchen hier. Der gerade ist vorne und trotzdem mir das Gel überall hin packen kann, wo ich das haben will. So.
die auch wirklich richtig gut eingepackt sind. So, ich mache jetzt nur mal erstmal auf den beiden und dann gucke ich mir mal, überlege ich mir das noch. So, dann nehme ich mir jetzt erstmal für hinten ein paar größere Steine. Dann nehme ich mir eine Nummer kleiner. So, und jetzt setze ich mir noch eine kleine zweite Reihe da oben drauf, wenn der mir mal so funktionieren sollte, wie er das machen soll hier. Nee, auch die richtig rum da. Jetzt muss ich gucken. Dafür muss ich jetzt wirklich sehr genau gucken. Dann brauche ich noch, nee, den nicht. So, ist das, glaube ich, sehr gut. Ja, dann schmeiße ich schon wieder alles um. So, Step Number 2. Thank you.
verkehrt rum aufgenommen hier. Da muss man echt genau hingucken, Leute. Ich sage euch das. Den. Wunderbar. Kann ich mir das noch zurechtschieben hier, wie ich das möchte? Aber das sieht ganz gut aus. Bis ganz vorne zur Spitze gehe ich natürlich logischerweise nicht, weil dann bleibe ich sonst auch mit den Steinchen nachher hängen. Aber so sieht das jetzt von der Seite aus. Toll, ne? Ich glaube, ich lasse mir auch jetzt nur die beiden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir... Nee, man soll das ja auch nicht immer übertreiben, ob man noch Malerei oder irgendwas mit aufnimmt. Oder ob ich das jetzt so lasse. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das mal eben aushärten. Ja, und so würde ich dann jetzt auch die zweite Hand noch machen. Und dann zeige ich euch nachher noch das Endergebnis. Und dann habt ihr eigentlich auch soweit alle Produkte gesehen. Das ist mein Deckel für meine Steinchen. Den zweiten lasse ich jetzt noch, weil ich habe ja jetzt noch genug. Das sind ja über 1000. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin sind. 1400 oder so. Es steht auf jeden Fall mit bei. Müsst ihr mal reingucken. Ich habe jetzt diese irisierenden und die glitzern wirklich ganz toll. Und das scheint, das sind auch Glassteine. Also das ist kein... Man merkt das vom... Dings her, dass es eine gute, sehr gute Qualität ist auf jeden Fall. So. Und dann bin ich da nämlich schon mal glücklich mit. Ja, Mann, dann mache ich mal eben die andere Hand fertig und dann zeige ich euch nachher noch das Endergebnis. So, meine Hasis haben fertig. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Mit Glitzersteinchen. Ne? Sieht doch schick aus, die Farben, ne? Ja, ich hoffe, euch gefällt das und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, meine Süßen. Ciao!